So, hallo und herzlich willkommen, zwar nicht im Wald, aber am Floß. Und folgendes, ich habe hier einen Reisegefährten, der erfreulicherweise so ein Ding hier besitzt. Und dieses Ding, oh Gott, das wiegt ja nichts, das ist ja Wahnsinn, ist halt jetzt mal wirklich so ein richtig sauteures Ultralight-Zelt. Und zwar ein echtes Ultralight-Zelt und nicht nur einfach ein leichtes, normales Zelt. Das sollte eben auch diesem entsprechenden Dyneema Composite Fiber, früher auch Cuban Fiber genannt, eben entsprechend bestehen. Und das soll ich jetzt mal aufbauen, werde mich wahrscheinlich dabei ziemlich lächerlich anstellen, weil ich keinen Schimmer habe, wie man sowas aufbaut. Aber das ist vielleicht auch ganz interessant, wie sich da ein technisch nicht besonders begabter Mensch wie ich beim ersten Versuch anstellt. Ich weiß, dass ich hier noch Stangen habe, die sind optional. Eigentlich ist es so gedacht, damit das Ganze ultralight bleibt, dass man das mit den Trekkingstöcken aufbaut. Das kann man natürlich tun, aber ich vermute mal, dass das mit diesen Stangen wahrscheinlich sogar noch besser gehen wird. Da ich zwei Stangen habe, vermute ich ebenfalls, dass es sich um eine zwei so stehende Stangenkonstruktion handelt. Okay, ein Nicken kriege ich. und meines Wissens, ich habe diese Zelte ja schon mal gesehen. Muss man die in irgendeiner Form, irgendwo gibt es bestimmt Verstärkungen, wo man dann die hier dann wahrscheinlich reinstecken kann. Und die Höhe wird wahrscheinlich auch schon stimmen, wenn das die entsprechenden Stangen dazu sind. Gut. Jetzt. Das ist also dieses Zelt. Ist hier noch irgendwas zusätzlich drin? Ist ja auch nur ein Einwandzelt. Ich muss mir also auch keine Sorgen um irgendwelche Innenzeltgeschichten machen. Und das ist interessant. Das ist Wahnsinn, wie leicht sich das anfühlt. Also das finde ich wirklich extrem krass. Ja, ich breite mal aus. Aha. Aha. Also ich habe hier Meshgewebe gefunden, also Mückennetz. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Tür darstellt. Das bedeutet, das hier sieht irgendwie nach Innenseite aus. Vielleicht, wenn das die Tür ist, will ich lieber nicht. Ach, gibt's das? Hat das Ding einen Boden? Das hat einen Boden. Dann ist das wahrscheinlich der Boden. Aha, okay. Also, Boden nach unten. Dann an dieser Stelle einen kleinen Zeitraffer und ein paar Anmerkungen. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie das genau aussehen soll, wenn es fertig ist, also zum Zeitpunkt hier. Wir sehen es dann natürlich noch, wenn es dann einigermaßen fertig ist oder so ungefähr zumindest steht. Profis brauchen wohl irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten, irgendwie je nachdem, wie eilig sie es haben, zum Aufbauen. Schön gemacht ist jetzt zunächst mal, dass diese Schnüre, diese Abspannschnüre, an die der Hering kommt, alle noch so eine Spannvorrichtung haben. Man kann also hinterher nachspannen, ohne den Hering nochmal aus dem Boden ziehen zu müssen. Das ist sicherlich sehr, sehr gut gemacht. Heringe sind übrigens beim horrenden Preis von diesem Ding nicht mit inbegriffen. Was das jetzt genau kostet und so mein Fazit, das kommt dann alles noch ein bisschen am Schluss. Und zum Beispiel jetzt den mittleren Hering, den ich da rechts noch weggespannt habe, das hätte ich mir beispielsweise gerade sparen können. Hier auf der Seite lasse ich es jetzt, glaube ich, gerade sein. Oder? Nee, doch, ich mache es nochmal. Aber hätte eigentlich nicht sein müssen. Gut, und jetzt muss ich wahrscheinlich in irgendeiner Form hier jetzt die Stange einbauen. Das könnte, und die sind auf beiden Seiten. Aha, hier ist eine dünne Seite, dann vermute ich, dass die nach oben gehört. Nein. Nicht? Andersrum? Danke. Aha, und hier ist auch eine Verstärkung mit so einem Knubbel, der verdächtig danach aussieht, als müsse man die Stange da reinstecken. Gibt es überhaupt einen Reißverschluss? Nee, gibt's nicht. Interessant. Tja, was zum Zeitpunkt dieser Aufnahme keiner wusste, diese tollen Zeltstangen, die man mir in die Hand gedrückt hat, waren so neu, dass noch niemand rausgefunden hat, dass die viel zu lang sind. Hat man hier jetzt gerade schon ganz schön sehen können. Also rückwirkend eigentlich ganz witzig, weil wenn man die Zeltstange verwendet, dann hängt das Zelt in der Luft. Okay, zugegeben ist das für die Ventilation vielleicht eventuell gar nicht so schlecht, aber ja, hier kann man schön sehen, also das kann selbstverständlich nicht stimmen. Das sind nämlich die Billig-Zeltstangen aus China, also theoretisch kein Problem. Eigentlich sind die auch qualitativ gar nicht übel, machen einen guten Eindruck. Sie sind halt nur einfach zu lang für das entsprechende Modell von Zelt. Man kann sie wirklich ganz schön sehen und ja,
Als wir diese Erkenntnis dann hatten, bin ich dann auch zu Trekkingstöcken umgestiegen, mit denen es dann auch schon wieder das Problem gab, dass ich keine Ahnung hatte, wie man die eigentlich ausfaltet. Aber das seht ihr gleich. Auch ein interessantes System. Kenn ich auch nicht. Aha. Auseinanderziehen und dann geht's rein. Ah. Aha. Ben lernt neue Ausrüstung kennen. Ja. Hä? Ich bin erstmal lang machen. Wie denn? Oh, da kommt noch was. Technik, die begeistert. Ich bin jetzt vermutlich hier irgendwie Festschraube zu mache. Nee, das ist schon zu. Hier noch was? Nee. Da? Nee. Geht das schon so? Ja, ja. Okay. Wird schon gehen. Oder ist es so zu? Nee, irgendwas stimmt nicht. So, ziehen. Auch amerikanisch ultra leicht. Tralala. Ja, 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 leicht sind die, das ist. Ja, und jetzt ziehen. Und dann verhakt sich das und dann wird das alles fest in sich. Ja. Ah, okay. Dann würde ich aber den Griff nach oben, ne? Denkpause, es gibt nichts zu sehen. Da soll ich mal das Abspannen bei uns haben. Vielleicht noch die vier. Die vorne. Die vorderen, die Lüfter. Vorne, hinten oder seitlich? Die Lüfter und. Was die anderen auch hier? Ach, was wie du möchtest. Ja, dann lass ich's. Ja, auch gut, auch gut. Nein. Von hinten her denken. Wenn du hinten ziehst, dann zieht es vorne alles zu und fest. Ja. Okay. Ja, irgendwie ein cooles System, wenn man weiß, wie es geht. Die einzige, die ich kenne, cool, die man auch einstellen kann. Ja. Ja. So. Einmal hier. Einmal da. Jetzt wieder so. Und hier haben wir die Strippe. Das ist natürlich krumm und schief, aber. Ja, das kriegen wir ja noch hin. Ja. Ja, aber Grundidee ist gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Ich hätte jetzt echt vermutet, dass das jetzt im Aufbau, wenn es nicht schon 20 Mal gemacht hat, erstmal sau kompliziert ist. Aber geht, geht. Also auch ohne Anleitung klappt. Selbst für mich. Und ich bin ja doof bei sowas. Also von daher muss ich sagen, finde ich das jetzt schon. Naja, ich speichere jetzt einfach mal alles ab und dann gucke ich mal, was passiert. Ja, das hängt schon noch ein bisschen in der Luft. Aber wenn da so weiter jemand drin ist, ja nicht mehr. So. Was mir jetzt also auf jeden Fall auffällt, im Vergleich zu dem herkömmlichen Zelt, da gibt es gar keine Möglichkeit, Abspannpunkte irgendwo mitten auf dem Gewebe zu fixieren. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend. Das fehlt mir nämlich bei meinem Zelt persönlich. Hätte ich gerne in der Mitte direkt am Gewebe noch einen Abspannpunkt. Das geht aber nicht, weil technisch nicht möglich. Und das ist hier interessant. Also das ist wirklich hochinteressant. Ja gut, das sieht jetzt natürlich aus wie Kraut und Rüben.
Dann hat den Stock einen Ticken höher als den anderen, kann das sein? Kann sein. Ja, ich glaube, das ist besser. So, guck mal, da ist ein Trick noch. Guck mal, das Seil geht weiter. Und das hat ein System. Der Teil, schau mal, da ist was zum Dranhaken. Ja. Das ist für die Türen. Ah. Ja gut, aber das ist jetzt, langt jetzt nicht ganz. Ja, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Ja, logisch. Okay. Die andere Tür? Genauso. Ach so, die soll in der Bahn. Das ist ja auch raffiniert. Das ist. Also da hat aber jemand Ingenieurwissenschaften studiert. Meine Fresse. Oder auch nicht. Vielleicht wäre besser so. Weißt du, was du machen kannst? Das ist ja clever. Und dann weißt du auch, wie es sein soll. Und wenn man da jetzt rein will, dann muss man eine Tür aushaken quasi. Genau. Deswegen haben die auch keinen Reißverschluss. Das heißt, ich habe das hier jetzt noch ein bisschen. Du musst jetzt abspannen oben. Guck mal, da kannst du regulieren. Siehst du das da oben? Da kannst du regulieren. Ziehst du an dem Schnipsel. Ah, so. Okay. Das heißt, du müsstest im Endeffekt. Wenn der auf den Boden soll. Okay, sieht nicht mehr ganz so beschissen aus. Okay. Jetzt mache ich erstmal hier noch die da rein. Das spart natürlich auch nochmal Heringe, die Konstruktion. Meine Fresse. Das ist echt durchdacht. Also für den geneigten Zuschauer, die kosten wirklich ein Schweinegeld, diese Zelte. Man darf sich also nicht wundern, wenn die tatsächlich sehr durchdacht sind. Langsam wundert ich mich aber nicht mehr, wieso. Also die ein Schweinegeld kosten, meine ich. Also für einen Erstaufbau und für keine Ahnung, steht das schon mal einigermaßen. Darf ich gerade dann einmal rumherum laufen? So, also jetzt hat Folgendes. Bin wirklich sehr beeindruckt. Vor allen Dingen, so interessante Details, die mir jetzt auffallen, sind, wie nahtlos dieser Eingang hier zusammenhält. Ja? Also da klar, wenn jetzt der Wind von hier kommen würde, also wirklich massiver Wind von hier, könntet ihr da schon reinziehen, aber die überlappen sich bestimmt 10-15 Zentimeter gefühlt da innen drin. Heißt, reinregnen kannst du eigentlich fast gar nicht. Also da müsste schon was weiß ich was passieren, damit es da reinregnet. Da unten dann vielleicht noch ein bisschen eher, da ist aber auch unten, ne? Also hier in dem Bereich, da wäre ein, wenn der Wind von hier kommt, ein Reinregnen schon vorstellbar.
richtet da aber auch nicht viel Schaden an. Dann natürlich die Idee, das mit Trekkingstöcken aufzubauen, spart man sich komplett die Zeltstangen, wenn man sie nicht optional mitnehmen möchte. Ich denke schon, dass die Option besteht, das hier wirklich als vollkommen faltenfreie Fläche abzuspannen, gerade auch weil die Abspannpunkte an sehr, sehr, sehr genialen Orten eben entsprechend angebracht sind. Ich bin jetzt halt noch zu blöd, das zu tun. Und ich will es jetzt auch nicht bis in alle Ewigkeit versuchen, weil ich muss mich auch noch um mein eigenes Zelt kümmern. Aber so vom System her ist das schon sehr, sehr, sehr genial. Die Tür habe ich jetzt nicht ganz so eng hinbekommen, aber auch da gleiches System. Und wenn man die jetzt noch zumachen würde, das habe ich jetzt nicht gemacht, dann würde das dann nochmal ähnlich aussehen. Und ich sehe gerade, da hat es nochmal einen Abspannpunkt. Hier, da kann man jetzt sehen. Und auf der anderen Seite auch, da nochmal ein Abspannpunkt, Wahnsinn. Puh, und auf der anderen Seite gibt es das natürlich auch noch. Jetzt müssen wir da nochmal kurz reinschauen. So, folgendes, das, was ich gerade als Abspannpunkt angesprochen habe, dieses Ding da, das ist kein Abspannpunkt, das ist schlicht und ergreifend der Außentüraufwickelpunkt sozusagen. So, und jetzt gehen wir da mal spaßeshalber rein, beziehungsweise gucken da mal rein. Also Tür, Innenzelttür, tut mir leid, dass ich jetzt immer da und so groß im Bild bin, das lässt sich nicht vermeiden, ist dieses Ding hier, also rein nur Moskitonetz, ne? nix weiter. Und mache ich mal spaßeshalber auf. Wenn ihr zwei Mücken drin habt, müsst ihr sie dann halt entsprechend töten. Ich war es dann nicht. Und interessant ist jetzt also erstmal, wir haben hier wirklich ein Zelt mit vollwertigem Boden. Da der auch wieder aus diesem Dyneema-Zeugs ist, kann man davon ausgehen, dass der wahrscheinlich unglaublich reißfest ist, weil dieses Dyneema-Zeug ja nahezu unzerstörbar ist, so rein von den technischen Eigenschaften her. Und das ist das Drei-Mann-Modell. Also diese Zelte, die nennen sich alle, die sind jedenfalls von Z-Pack und Z-Packs, ich schreibe euch das unten hin, muss ich jetzt nicht auswendig wissen. Jedenfalls, die haben das Ding in, glaube ich, eine Ein-Personen-, eine Zwei-Personen- und eine Drei-Personen-Ausführung. Duplex, Triplex, das hier ist jetzt Triplex, Drei-Personen-Ausführung, Duplex wäre für zwei. Der Besitzer weist freundlich darauf hin, das Drei-Personen-Modell würde er eher als Zwei-Personen-plus-Gepäck-Modell beschreiben wollen. Das macht Sinn. Finde das hier sehr geräumig. Jetzt, wo die Sonne scheint, gibt es auch einen deutlichen, es ist im Zelt ziemlich warm Effekt. Also für warme Klimazonen muss man das wohl wissen, dass es dann sich durchaus auch ein bisschen aufheizt unter der Sonne. Interessant ist eben auch dieses Muster von diesem Dyneema, weil das ist ja leicht durchsichtig. Und da sollte man schon irgendwas nehmen, was in irgendeiner Form irgendeine Farbe hat, damit man nicht allzu gut von außen durch das Zelt durchsichtbar ist, habe ich mir sagen lassen. So, und jetzt ist noch mal ein interessantes Detail. Das ist ja ein Einwandzelt, ja, und es wird Kondenswasser haben, vermute ich mal schwer, dass es das zumindest teilweise geben wird. Das muss ja. Das heißt, das Wasser sammelt sich wirklich direkt an der Decke und man kann als Insasse des Zelts natürlich da sofort dran stoßen und ist dann sofort nass. Deswegen hat sich der Hersteller das so überlegt. Hier hinten hat es diese Strippen und die sind dafür da, dass man hier hinten, ganz, ganz hinten, ich hoffe, das könnt ihr jetzt sehen, dieses Mückennetz, was sich da befindet, noch so ein bisschen ab oder halt eben nicht abspannen kann. Und wenn man hier eben entsprechend das locker lässt, dann gibt es hier so eine Fuge sozusagen zwischen eben der Wand vom Zelt und hier der Außenbereich nochmal geschützt durch ein Mückennetz. Also hier können keine Mücken reinkommen, aber wir haben hier quasi eine Öffnung für Wasser, dass das Wasser, wenn es an der Zeltdecke entlang läuft, unten aus dem Zelt rauslaufen kann und nicht in die Zeltwanne reinläuft. Das ist also so jedenfalls die Idee, die dahinter steckt und verhindert, dass bei einem, zumindest auf dem theoretischen Papier, sage ich jetzt mal, ich will ja jetzt nichts Schlechtes über dieses Zelt sagen, bei einem eher zu Kondenswasser neigenden Zelt als bei einem normalen Trekkingzelt mit Innenzelt und Außenzelt, ist das natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der das dieses Ding wirklich ziemlich krass macht. Und das wiegt lächerlich. Ich glaube 600 Gramm oder sowas, kann das sein? Ja, 600 Gramm. Also das ist wirklich lächerlich. Und wenn du das jetzt auf zwei Personen rechnest, die mit dem Ding durch die Landschaft ziehen und dann auch eben entsprechend Gepäck dabei haben, dann ist man quasi bei 300 Gramm Zelt pro Person. Das ist der Wahnsinn. Ne? Zumal ja, die Stöcke braucht man. Stöcke hat man sowieso dabei, wenn man mit Stöcken läuft. Das heißt, das ist dann auch egal. Und ja, das ist schon interessant.
So, ich frage sie mal morgen früh, wie sie geschlafen haben, aber ansonsten bin ich an dieser Stelle jetzt erstmal raus und wenn mir noch irgendwas dazu einfällt, dann schneide ich das noch später dazu. Tschüss. Gut, aber jetzt wollte ich doch noch einen kleinen Kommentar in Ruhe ablassen. Das war ja alles mit heißer Kamera gedreht, sozusagen, jetzt dieses Filmchen bis dahin. Also ich habe jetzt mal geschaut, was das gerade zum aktuellen Zeitpunkt kostet. In Amiland bist du je nach Ausführung, das gibt es ja das Ein-Personen-, Zwei-Personen-, Drei-Personen-Modell, wobei das hier ist jetzt das Drei-Personen-Modell, was wir hier jetzt sehen, beziehungsweise uns angeschaut haben. Ich würde das Drei-Personen-Modell einfach als ein geräumigeres Zwei-Personen-Modell ansehen, während das Zwei-Personen-Modell... Oh, wäre mir jetzt persönlich ein klein wenig grenzwertig, da die beiden Apsiden, es gibt ja zwei, ja dann doch, ja, vielleicht nicht so gut vor Wetter schützen, wie ich das gerne haben würde, um meine Ausrüstung reinzulegen. Und zu zweit wird es im Zwei-Personen-Modell dann doch zu eng, um dann noch großartig Ausrüstung im Zelt unterzubringen. Zu zweit im Drei-Personen-Modell ist das aber, denke ich, sicherlich möglich. Das haben auch die Kollegen eben entsprechend ganz gut bewerkstelligt bekommen. Und da haben drin übernachtet zwei sehr gestandene Männer. Der eine etwas kürzer, der andere etwas länger, aber beide durchaus mit einem gewissen Volumen. Ich hoffe, das nehmen Sie mir nicht übel. Ich habe ja auch ein gewisses Volumen. Ja, da sind wir ja alle im gleichen Boot. Auch wenn wir in unterschiedlichen Booten gefahren sind, weil das war ja eine Kanutour. Oh je, ich schweife ab. Jedenfalls, teuer, habe ich ja mehrfach erwähnt, ist dieses Ding tatsächlich vor allen Dingen deswegen, weil es aus Amiland kommt und die für Deutschland keinen wirklichen Distributor haben, der zu vergleichbaren Preisen verkaufen würde. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form mit der lustigen Handelspolitik vom Herrn Trump in Verbindung steht. Ich denke mal eher nicht. Aber in Deutschland zahlt man für dieses Zelt, also für das Zwei-Personen-Modell, nicht das, was wir jetzt hier sehen, derzeit bei dem Angebot, das ich gefunden habe, 950 Euro. Autsch! Das ist insbesondere deswegen sehr, sehr aua, weil in Amiland kostet das Ding so irgendwas zwischen 500, ja um die 500 Dollar, sage ich jetzt mal. Es gibt, glaube ich, noch eine Variante, die ist ein kleines bisschen günstiger und die etwas größeren, die sind noch etwas teurer. Und dann gibt es natürlich dann auch mal hin und wieder Möglichkeiten, dann noch ein bisschen Rabatt zu bekommen, wohl scheinbar und so weiter. Deswegen um die 500 Dollar ist, denke ich, sicherlich ein Wort, auf das man sich einigen könnte, was dann bedeutet, bei uns kostet es ungefähr das Doppelte, wegen eben Zoll und so weiter und so weiter. Das macht keine so richtige Freude und daher der tolle Insider-Tipp, den ich bekommen habe, wie man denn halbwegs günstig an so ein Ding rankommt. Wenn man sowieso nach Amiland fliegt, bestellt man sich's irgendwo hin, hat's dann, schmeißt das Zelt, mit dem man nach Amiland gekommen ist, weg und fährt mit dem wieder nach Hause und tut so, als hätte man es vorher schon gehabt, in der Hoffnung, dass der jeweilige Zollbeamte nicht weiß, dass es in Deutschland diese Zelte nahezu nicht zu kriegen gibt. keine Ahnung, inwiefern das jetzt wirklich praktikabel ist, aber ich finde den Tipp eigentlich so mal ganz cool. Ich komme in nächster Zeit nicht nach Amiland, deswegen kann ich es euch auch ruhig verraten, ohne da persönliche Nachteile draus zu haben. Ja, Vorteile von diesen Dyneema-Zelten sind definitiv eben das Dyneema-Material an sich. Das wird auch immer mal wieder kritisiert und ich kann natürlich jetzt auf keine Langzeiterfahrung zurückgreifen, weder die des Besitzers noch meine eigene, was da jetzt nun dran ist und was nicht. Viele Leute finden es aber auch ganz, ganz großartig und rein von den technischen Eigenschaften her ist es halt schon ein tolles, tolles Material. Vorteile sind unter anderem, das hat keine Beschichtung, das ist per se wasserdicht. Das heißt, da kann auch keine Beschichtung zum Beispiel von der Sonne weggebrutzelt werden. Bei silikonisiertem Nylon, also das andere Zeltmaterial, das bei den meisten Standardzelten, sage ich jetzt mal, zum Einsatz kommt, egal wie hochwertig die sind immer noch aus Silnylon, ist die Beschichtung nicht... Ja, die kann kaputt gehen durch UV-Strahlung. Soll heißen, je öfter du in der Sonne zeltest und bei Tag dein Zelt nicht sofort abbaust, beziehungsweise dein Zelt vor Nacht aufbaust, kriegt das Ding UV-Strahlung ab und das macht es langsam, aber sicher geht es dann irgendwann kaputt. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass so ein Ultraleichtzelt länger hebt als ein Silnylon-Zelt. Das ist sicherlich nicht unbedingt zwingend der Fall. Aber das Problem, dass man... quasi sein Zelt verbraucht, sobald es unter der Sonne steht, das besteht jetzt hier nicht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ist eine ganz schöne Überlegung.
So, dann, wenn man ein nasses Zelt nach einer nassen Nacht zusammengepackt hat, weiß, man trägt das Gewicht des Wassers, was sich auch am und im Zelt befindet, eben dann mit. Ne? Und das wird schon deutlich schwerer dadurch. Ich würde bei einem Zwei-Personen-Zelt sagen, wenn das so richtig triefnass ist und man halt keine Chance hat, es irgendwie trocken zu kriegen, weil es halt beim Abbauen geregnet hat und den ganzen Morgen geregnet hat, dann schleppt man sicherlich 750 bis ein Gramm bis ein Kilo zusätzlich eben noch an Wasser mit sich rum, was da am Zelt dran hängt. So, bei dem Zelt ist das auch erheblich weniger, weil das komplette Material, alles was hier verbaut wurde, alles kein Wasser aufsaugt. Das ist ja alles per se wasserfest. Das ist wie eine nasse Plastiktüte. Die schüttelst du aus, dann ist sie noch ganz, ganz, ganz leicht nass, aber auf keinen Fall vollgesogen. Das ist ein Vorteil. Und das Gewicht, ja, darüber müssen wir gar nicht ersprechen, wie leicht eben dieses Zeug ist. Manche Leute finden es auch angenehm, dass es leicht durchsichtig ist. Man kann also die Umrisse der Bäume, wenn man in dem Ding liegt, außen erkennen. Das geht bis zum gewissen Grad. Ja, sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig. Manche Leute finden das ganz schön. Die Belüftung für ein Einzelwandzelt ist auch relativ toll, weil das, ja, ne, dadurch, dass es ein Einwandzelt ist, ist es auch fast schon tabartig. Belüftung kommt dadurch zustande, dass man entweder immer eine Tür offen lassen kann. Man kann ja alle vier Türen, Türflügel separat bedienen. Und wenn man da immer eine, die möglichst regenabgewandt ist, offen lässt, hat man da schon natürlich eine gewisse Belüftung. Und das zweite ist, dadurch, dass das Zelt relativ weit hoch gebaut wird, kann unter das Zelt grundsätzlich immer der Wind auch noch drunter pfeifen und sorgt dann dadurch, dass es durch das Zelt quasi durchwindet von unten rein und auf der anderen Seite wieder raus, auch für eine gewisse Belüftung. Grundsätzlich muss man aber sagen, und da sind sich auch alle Leute, die das irgendwie beurteilen können, scheinbar recht einig, dass ein Einzelwandzelt etwas mehr zu Kondenswasser neigt als ein Doppelwandzelt. Deswegen hat man ja das Doppelwandzelt überhaupt erst erfunden, um halt eben dem Kondenswasserproblem so ein bisschen zu begegnen. Auch wenn man hier für die Möglichkeiten eines Einwandzeltes wirklich vergleichsweise wenig Kondenswasser hat und auch durch das nicht aufsaugende Material kann man es auch einfach wegwischen und dann ist es weg. Also immer noch ein Lappen dabei hat oder ein Handtuch oder sonst irgendwie. Also da gibt es schon schöne Möglichkeiten. Ja, das Ganze ist, um mal ein paar Nachteile zu nennen, wohl eher als ein Zelt für warme Jahreszeiten zu sehen. Selbstverständlich kann man da auch mal eine Nacht auf Schnee mit drin schlafen, das geht schon. Dafür ist es aber, glaube ich, nicht so sehr ausgelegt und das würde ich auch nicht allzu oft machen wollen, weil wir im Zelt wahrscheinlich ziemlich genau, wenn jetzt nicht gerade krass die Sonne drauf brennt, eine sehr ähnliche Temperatur wie draußen haben. Im Vergleich zu einem Zelt wie meinem, das als vier Jahreszeiten-Zelt ausgelegt ist, ist es im Zelt so 3, 4, 5 Grad wärmer, je nach Situation, als draußen. Und gerade wenn der Wind ordentlich geht, ist es im Zelt halt vollständig windstill. Hier nicht, weil hier muss es ja im Zelt auch winden, damit man in irgendeiner Form Belüftung hat und nicht eben im eigenen Suff in der Kondenswasser-Tropfsteinhöhle dann vergeht. Ja, Stabilität ist sicherlich in Ordnung, mit Sicherheit, und im Vergleich zum Gewicht ist sie wirklich hervorragend. Aber was mich immer noch so ein bisschen stutzig macht, ist, dass ich halt bei allen Händlerangaben eben den Hinweis finde, sehr, sehr windstabil im Vergleich zu seiner Gewichtsklasse. Also ganz so windstabil wie irgendwelche Panzerzelte, die im Himalaya verwendet werden können und bei Windgeschwindigkeiten von 120 km/h noch sicher stehen. Das ist es wohl dann auch nicht, nach dem, was man so hört. Und es gibt entschiedene Kritiker dieser Zelte, es gibt entschiedene Befürworter dieser Zelte. Ich denke, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Wenn man aber in einem halbwegs gemäßigten Klima unterwegs ist und das dann auch gerne über lange, lange, lange Zeit, dann gehe ich schon sehr, sehr davon aus, dass man mit so einem Zelt sehr gut vorwärts kommt und da viel Freude sicherlich dran haben wird. Wenn sie bei uns halt nicht noch so super teuer wären. Persönlich würde ich mir, und das ist das Schlusswort, jetzt allerdings einfach wünschen, ein Zelt, das vom Aufbau und von der Struktur und von der Konstruktion her so ist wie zum Beispiel meins, also ein klassisches Tunnelzelt, die sich einfach wahnsinnig bewährt haben, auch gerne mit Zeltstangen, die da natürlich noch reinschiebbar sind, also ohne die Treckenstocklösung, auch wenn die natürlich super viel Gewicht spart und im Grunde sehr cool ist. Und mit einem Innenzelt, mit einem ganz normalen Innenzelt, nur halt eben als Außenmaterial
lieber das Dyneema oder Dyneema Composite Fiber oder wie das jetzt genau heißt, oder Cuban Fiber hieß es früher, damit wir auch wissen, wovon wir reden, als das Silnylon. Also ich finde das Material per se wirklich wahnsinnig faszinierend und toll. Und dann wäre man vielleicht bei einem Zwei-Personen-Zelt, das dann von mir aus 1,2, 1,3 Kilo wiegt, mit Stangen, mit Heringen, mit allem Pipapo, mit Schnüren dran und so weiter. Statt eben bei einem Zwei-Personen-Zelt bei 2 Kilo. Ne? Also da könnte man schon auch ordentlich noch Gewicht einsparen, oder 2,2 Kilo oder irgendwie sowas. Natürlich geht es auch noch mal leichter nach unten hin, aber ich meine, man muss ja nun nicht unbedingt ein 2-3-Personen-Zelt haben, das nur 638, übrigens um genau zu sein, Gramm wiegt. Das darf meiner Meinung nach schon noch ein bisschen schwerer sein und dafür könnte man es noch ein bisschen komfortabler gestalten. Dann wäre das für mich so der beste Kompromiss, ne? Also für minimales Gewicht ist das Ding erstaunlich komfortabel, aber mit etwas mehr Gewicht könnte man es, glaube ich, noch viel komfortabler bekommen. Und das wäre so das, was ich gerne kaufen würde, auch wenn es das gar nicht gibt. Ja, so, das waren also noch so ein paar abschließende Anmerkungen zu dem Ding. Was haltet ihr davon? Habt ihr dazu eine Meinung? Habt ihr so ein Ding schon mal live gesehen? Seid ihr da mal drin gelegen oder sonst irgendwelche interessanten Meinungen? Würde mich jetzt in diesem Punkt wirklich sehr, sehr interessieren. Weil im Grunde würde ich sowas schon gerne haben wollen, aber auf keinen Fall zum aktuellen deutschen Preis. Also das ganz bestimmt nicht. So, jetzt aber wirklich. Tschüss.